Panadora. Jetzt bin ich mal gespannt, was du nimmst bei Panadora. Also aktuell, ich meine, also Influencer-mäßig ist ein Duft. Ich glaube mehr, also so viele Tester, wie ich verschenkt habe. Ja, das ist der. Also wen würdest du nehmen? Hättest du den also genommen? Ich würde Imperial Wood nehmen. Ja. Kompensial ist der Beste. Ja, ja, ist der Beste. Ja, ja, ist auf definitiv. Nein, nein, das ist schon gut. Aber sollen wir jetzt mal den rausholen, der eigentlich der Bestseller ist, obwohl du ihn jetzt nicht vielleicht so auf dem Schirm hast, das ist Diorissima. Das ist eigentlich der meistverkaufte. Das ist tatsächlich der meistgetragenste Duft von mir. Und zwar, ich habe den Duft, wir haben den Duft als erst bekommen bei der Kollektionsvorstellung, damals noch in unserem Garten hier, wo der noch stand. Und da hatten wir diesen Duft, den habe ich auf den letzten Platz gerankt. Und guck heraus, das ist der meistgetragenste Duft von mir. Dieser Duft hier hat eine zitrische Grundstruktur, eine tolle, tolle Haltbarkeit und ist einfach ein Duft, der so vielseitig ist. Es ist eine easy to use. Zitrisch, definitiv zitrisch, aber in einer sehr, ich sag mal, reifen Zitrik. Also nicht diese bittere, stechende Zitrik, also so unreife Zitrik, sondern richtig reife Zitrik. Ich weiß, wenn man diese in Sizilien gibt es diese Cetroni, das sind diese riesen Zitronen, manchmal sieht man, die schauen aus so quasi in der Größenordnung, mit einer riesigen dicken Schale. Und die Saft von denen, der ist wirklich so Zitrone, aber in süß, ohne dass jetzt da Zucker drin ist. Und so, dass diese Vibes hat der. Also muss ich sagen, ich habe am Anfang gedacht, dass mich der nicht abholt, obwohl ich so viele Parfums habe. Von Panadora trage ich den am meisten, weil der einfach so gefällig ist, so, man muss sich keinen Kopf machen. Ja. Du tust den drauf, alle werden sagen, ja, der riecht sehr gut, hat tolle Haltbarkeit und so. Ja. Und das ist auch der Bestseller? Das ist der Bestseller, ja. Oh, Wahnsinn. Möchte man gar nicht meinen. Ne? Also die sind alle ziemlich nah beieinander. Der einzige, der nicht gut läuft, ist Grand Musk. Aber die alle anderen sind so ein bisschen auf einer Ebene. Aber der ist, sag ich mal, ein bisschen drüber. Anfass. Ja, gut. Welcher gefällt dir? Was mir am besten gefällt von Anfass ist Salam und Reddish. Tatsache? Ja. So offensichtlich? Ja, 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 ja. Also Reddish ist schon ein toller Duft. Wenn ich jetzt einen nur wählen würde, würde ich Salam wählen. Also ich wäre auch mit Salam gegangen, weil er einfach in der ersten Phase, wenn man jetzt so sagt, okay, was soll ich denn von der Marke kaufen, liegt ja auch im Wort, ne? Das allererste, was man sagt, haben wir oft auch im Stream geguckt. Es ist so der Duft, mit dem man wahrscheinlich starten sollte bei der Marke. Ich finde den nicht zu abgrenzend. Nee. Schöner Duft. Ich meine, da hat der Arsim sich auch was einfallen lassen. Die Flasche und so weiter ist schon. Nein, ist schon heftig. Also die ganze Kollektion ist wirklich top. Der hat dafür ja Jahre gebraucht. Ja, ne? und ich muss sagen, also es kommen ja ein paar neue noch und so. Also Anfass ist wirklich eine Booming-Marke. Also da kann es auch sein, dass wir Sachen sehen werden, die können wir gar nicht glauben. Ne? Ja, und es ist eben so, du sagst immer, es ist immer sold out. Es ist wirklich immer sold out, weil also wir haben angefangen mit relativ normalen Mengen und jetzt in der Zwischenzeit, wir steigern immer. Ich denke immer, okay, jetzt kriegen wir wieder nächste Woche Reddish. Aber ich habe mir, wir haben so viele Reddish, das ist doch Wahnsinn. Und es ist wieder die Hälfte schon weg. Das heißt, es ist wirklich so eine Marke, die jetzt momentan sehr stark boomt. Und wenn was boomt, heißt es, dass die Leute einfach daran gefallen finden. Es ist einfach so. Aber man muss auch sagen, dass die Qualität ist sehr gut. Das Packaging ist sehr gut. Ja. Also Asim Al-Kassim, schöne Grüße nach Dubai. Einfach toller, toller Job hat er da gemacht. Absolut. Dann, Xajov. Ja. Jetzt haben wir den Salat. Xajov. Ja, was soll man jetzt? Also, du willst jetzt wissen, den einen Xajov. Den einen Xajov, was wir jetzt rausholen. Du darfst nur einen Xajov nehmen. Ich darf nur einen. Oder zwei von mir aus, aber nicht mehr. Ja, komm, wir machen das Amber Musk Set. Hör mal, warum schreibt da immer jeder immer so? Also, erstmal, ich habe mir davon Bestände von dir gesichert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber wir haben aktuell, glaube ich, davon ein paar da. Und das wird immer so gekauft von so krassen Insidern. Also, Amber Musk da immer, ich habe manche Sachen nach Saudi-Arabien geschickt und so weiter. Kostet natürlich auch eine Ecke. Weißt du, wie der Preis ist? Von dem Verschicken? Von dem Set hier. Ja, irgendwie 600 Euro. 600 Euro, ja, okay, 600 Euro. Ja, also was holt dich bei dem... Bester Amberduft. Viele würden fragen, gibt es den nicht alleine? Genau, im Chat, die Leute sagen immer... Ja, es gibt so viele Sachen, die es alleine gibt. Hier gibt es die nur zusammen. Also es ist eben so. Also es gibt so viele Dinge, die es nur alleine gibt und die gibt es eben nur zusammen. Das ist ja das Schöne, es gibt sie zusammen. Einer für mich, eine für die Partnerin. Beide für mich. Okay. Eine für meinen Freund, eine für einen anderen Freund. Eine für tagsüber, eine für abends. Ich suche jetzt Duftstreifen. Gibt es die auch? Achso, Duftstreifen, ja, die haben wir auch hier. Klar, da haben wir noch genug. Das ist schön. Ich wollte gerade sagen, Herbert dreht sich weg. Wohin? So, haben wir aber hier natürlich.
So ein Set, das ist ein Erlebnis, das machst du auf und so. Wie oft kauft man zwei Düfte? Vielleicht nicht in einer Kaufphase, aber in zwei Kaufphasen. Wie oft kauft man zwei? Ich meine, was ist, wenn du die runterrechnest, ist es auch nicht teurer, als wie wenn du zwei singuläre Sergeoffs kaufst. Nee, klar. Du hast den Musk tagsüber für die Partnerin oder für dich selber tagsüber und du hast die Kombination, dafür ist es ja so, man soll die mischen. Ach so. Deswegen ist das Set. Das Set ist eben nicht nur da, um zu sagen, man hat drei Düfte. Man hat drei Düfte. Und eigentlich die Idee ist eben, Amber mit Moschus zu mischen. Also es ist jetzt so simplifiziert gesagt. Ne? Und das ist eben die Kombination. Das ist das Place to be. Sehr rund, ja. Das ist Royal. Ja, das ist gut. Da bist du, also es ist die Suite da, wie heißt das Hotel da in Raffles, Dubai. Raffles the Palm. Ja. Amber Star Mask, ja, ist zusammen, muss ich sagen, holt mich auch ab. Ja, und das ist eben so, dass die, es ist ein Investment, dass man die, aber Moment, wenn du jetzt dann so ein C-Star kaufst, so bist du auch nicht so weit weg vom Preis. Stimmt eigentlich, ja. Und so, und ich meine, hier hast du zwei Kombinationen, also finde ich toll. Ja, sehr gut. Es gab dann einen Sergeoff und dann ist es die, also das Set. Dann haben wir den letzten halt. Quinto Canto. Dann haben wir noch doch da oben was. Aber Quinto Canto, das ist natürlich jetzt, Ja, da ist natürlich, gibt es ganz viele Sachen, aber wir gehen jetzt vielleicht zu einem Strichnina. Strichnina, Stramonio. Oder Stramonio. Stramonio, wenn du das hast, ja. Stramonio haben wir hier. Genau. Weil also, ich finde die Abgrenzung hier relativ schwer. Ja, also es sind natürlich sehr viele, gibt es sehr viele Varianten und so. Es gibt überall viele. Also ich meine, wir könnten ja überall, bei allen könnten wir X-Düfte raussuchen. Wir wollen ja jetzt nur mal ein. Und das halt, ja, das ist halt so eine klassische Safran-Geschichte. Sandelholz, Safran-Kombination. Viele, die wir jetzt sagen würden, Baccarat Rouge-Richtung, ja. Nur halt anders interpretiert. Genau. Also ein bisschen stärker so vielleicht. DNA Baccarat Rouge angelehnt, mit dem man weiß, wo es hingeht. Finde ich noch super Preis für diese Kollektion, weil da gibt es auch unterschiedliche Preise und ich glaube, der ist jetzt nicht so teuer. Das ist eine ganz gute Alternative. Es gibt auch nochmal so einen ähnlichen Duft bei Tiziana Terenze, das ist Spirito Fiorentino. Richtig. Und ich finde, da kann man ruhig den nehmen, weil der jetzt irgendwie so preislich ganz gut interessant ist. Dann gehen wir einmal hier rüber und machen weiter mit Len. Mit Len. Ja, Len ist natürlich, ich sage jetzt mal, Crystal Bomb, würde ich jetzt mal sagen, aber wenn ich mir jetzt einen aussuche, ist es Just Toilette. Ich glaube, Just Toilette hätte ich auch, wäre auch das, ja. Was ich nehmen würde. Also Crystal Bomb ist der meistverkaufteste, aber Just Toilette, finde ich, ist so der Duft, wo man sagt, okay, das ist genau das. So eine frische da, florale, prickelnde frische florale Noten da. Sehr guter Sommerduft, ja, genau. Auf gute Laune, ja, kommunikativ. Genau. Definitiv. Schöner Duft. Duftnoten, also könnt ihr euch wieder alles schön auf der Website anschauen. Ja, aber insgesamt muss ich sagen, wirklich sehr, 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 sehr gelungener Duft. Und dann machen wir weiter mit Nobile. Nobile, da kommt jetzt mein Signature von früher. Wo ist denn Ponte Vecchio? Hast du einen Ponte Vecchio hier? Doch, sollte da sein. Nobile muss man... Das ist früher mein Signature gewesen. Also, ja? Und den trage ich auch heute noch. Okay. Das ist für mich... Also das ist ein Duft, den kann ich immer tragen. Und wenn du jemand sagen würdest, okay, ich brauche jetzt einen Duft, der nicht so viel kostet, der eigentlich alles hat, den ich dauerhaft tragen kann, wo ich nicht müde werde, ihn zu tragen und so, der elegant ist, anspruchsvoll, würde ich sagen, ist es der. Ich mag den einfach, das ist einfach diese Iris, ein bisschen diese frische Note da. Sehr italienisch auch. Sehr italienisch, absolut ein Klassiker, man kommt sehr elegant drüber. Es gefällt den meisten, alle finden ihn irgendwie gut. Es hat eine gute Ausstrahlung, auch so eine gute Präsenz. Völlig underrated. Völlig underrated. Also dann, wenn ich jetzt auch draufklicken würde, würde ich den jetzt kaufen. Und von Aqua Alpes. Aqua Alpes. Da haben wir, glaube ich, nicht alle da. Ja, 28, 28. Ja? Ja. 28, 28. Wegen der Farbe. Ja. Aber ich glaube, der ist sold out, ne? Ja? Ja, ja, gut. Das Video kommt ja später online sowieso, ja, wenn wir es zusammenschneiden. Ja, 28, krautig, frisch. Mm, ja. Ja, so diese... Duschgel-mäßig auch. Duschgel-mäßiger, krautig, frisch. Also man könnte meinen, so auch so maritim ein bisschen, so, also so eine Meeres... Aber nicht das salzig-mehrige, sondern eher so dieses floral-fruchtig-mehrige, ne, was man so hat, so ein bisschen Sonnencreme-Vibes. Sehr, muss ich sagen, wir haben hier, denke ich, eine bunte Auswahl. Ich hoffe euch, dass wir da... Haben euch, wir alles durch? Wir haben jetzt eigentlich alles durch, ne? Also ich wüsste jetzt nicht, natürlich, wir können immer noch andere Marken mitnehmen und so weiter, ne? Zweifelsohne gibt es da dann nochmal
Famacia haben wir noch nicht da. Famacia haben wir vergessen, stimmt. Ja. Famacia. Ja, dann müssen wir den Dings Anniversario haben. Anniversario, ja. Weil ich sage Accordo Marino, das wäre auch wieder so ein salziger Meeresakkord, aber Anniversario. Aber wenn jemand Vanille Süd Karussell. Es gibt ganz viele da, die interessant sind. Eine der ältesten Apotheken von Florenz. Ja. Aus 1561. Das hier ist, glaube ich, eine. Wir können auf der Rückseite auch mal vorlesen, was da drin ist, denn da haben wir die Beschreibung mit dabei. Also auch Zimt, Orange, Tabakko und ein bisschen Rose mit Safran gemischt. Also Tabak, Safran, finde ich, das ist das, was hervorsticht. Also es ist ein Tabakduft auch, meiner Meinung nach, also von der Art her. Sehr beliebt. Tabak ist ja in Florenz ein großes Thema. Man kennt ja diese Toscanelli, diese italienischen Zigarren da, diese länglichen, die da viel geraucht werden und so. Und es ist so ein bestimmter Tabak. Also italienischer Tabak hat nochmal eine eigene Ausprägung. Und es wird auch in Italien wirklich angebaut, der Tabak. Ne? Und es hat so diese Noten eben von diesem italienischen Tabak. Auch bei Santa Maria Novella gibt es einen Tabacco Toscano, der diese Richtung hat. Ich trage den auch ziemlich gerne. Mein Onkel nutzt auch immer einen Tabakduft, Rothändel. Ja. zum Inhalieren oder? Ja. Also, ja, sehr, sehr gut. Ich würde sagen, parfummäßig haben wir schon jetzt einen sehr runden Twist hier durchgeführt.